Wir sind heute hier in der Petersberghalle mitten in der Stadt Nordhausen und wir sind zu Gast bei der SG Leimbach, könnte man vermuten. Tatsächlich ist es auch so. Hier sind wir bei der Sektion Basketball, auch Shamrock Basketball genannt. Herr Müller neben mir, auch Mitarbeiter der Stadtverwaltung, das ist aber reiner Zufall. Von daher, wir sind total froh, hier Basketball in der Stadt Nordhausen zu haben. Das haben wir auch nicht erst seit gestern. Wir reden aktuell mit dem aktuellen Meister. Letztes Jahr Landesliga-Meister sind wir gewesen, ja, Landesliga in der Staffel West. Und dann stark angefangen, starkes Ergebnis erzielt und dann stark nachgelassen, nämlich abgemeldet aus dem Mannschaftsspielbetrieb, vor allem weil eben die Spieler fehlten für die kommende Saison. Und deswegen machen wir heute auch ein bisschen Werbung für Basketball hier in Nordhausen. Wer also Vorkenntnis hat, soll sich beim Club melden. Das gerne, findet man einfach gerne unter Basketball und Nordhausen, wenn man es googelt. Und dann kann man SG, sich mal SG Leimbach, genau, da gibt es auch Telefonnummern, wenn man sich interessiert. Ja. Deswegen, wie sind jetzt hier die Trainingszeiten mitten in Nordhausen? Wir haben momentan eine Herrentrainingszeit dienstags abends hier in der Petersberghalle ab 20 Uhr. Die richtige Herrenmannschaft hatte noch eine Zeit in der Wilhelmsburghalle mittwochs. Da muss man dann sehen, ob die weiter genutzt wird, dann, wenn keine Mannschaft das. Klar, dann nimmt es ganz schnell jemand anders. Dann haben wir noch eine Kindertrainingszeit. Wir bieten noch ein Kindertraining an für die Jahrgänge ab 2011, 2010. Ist mal ein bisschen schwierig, das flächendeckend abzudecken, weil Ehrenamt macht halt nicht jeder. Wir sind da momentan zu zweit. So können wir also nicht alle Jahrgänge bedienen, aber wir versuchen unser Bestes. Und wenn da jemand Bock hat, kann er gerne zum Probetraining auch vorbeikommen. Das ist mittwochs 16 Uhr. Ich glaube, das ist eine super Initiative. Wir haben viele Vereine jetzt gesehen schon, die machen viel für die Kinder und Jugendlichen. Ich bin froh, dass die SG Leimbach oder Basketball hier Nordhausen auch was für die Kinder macht. Super, super Ambitionen, ehrlich gesagt. Da machen wir keinen Ligabetrieb. Das ist halt beim Basketball echt schwierig, gerade in Thüringen. Wir sind da wirklich eine Nischensportart. Wenn wir da einen Ligabetrieb machen, haben wir mal vor ein paar Jahren, fährt man bis Jena, bis Gotha, bis Saalfeld, auch eben in den untersten Spielklassen. Es ist halt nicht so wie beim Fußball, wo man eben großen Teil sich im Stadtgebiet tümmelt. Da muss man eben bis Wochenende ja, fahren. Und das ist ein bisschen wie beim Handball, ist ein bisschen wie beim Volleyball. Da fährt man einfach ein bisschen weiter, auch schon bei den unteren Spielklassen. So ist das ja. Also super, vielen Dank. Und wir haben dann noch so ein bisschen, können einen Einblick nehmen, was hier so geleistet wird im Hochspringen und im Weitspringen und im Treffen. Ich bin nicht so gut im Treffen, aber das gucken wir uns gleich noch an.